Ihr Lieben, Folge 44, Women Hit Harder, wir sind zurück und heute meine Gästin, Franka Cerutti, psychologische Psychotherapeutin, Traumatherapeutin und so vieles mehr. Schön, dass du da bist, Franka. Danke, liebe Julia, ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, na klar, du, ich muss mich erstmal auch bei euch entschuldigen, ich habe leider Gottes eine Stimmbandentzündung verschleppt. Und es ist noch nicht so richtig besser geworden, aber ich habe ja trotzdem einen Job und ich muss ja trotzdem performen und ich möchte euch ja trotzdem Podcast bieten. Deswegen entschuldigt bitte vorab meine Stimme. Aber Franka, das ist natürlich gut, umso mehr überlasse ich dir jetzt mal das Wort. Cool. Deine Schwerpunkte sind Verhaltenstherapie, Training, Coaching. Mhm. So eine Klassiker wie, du machst ständig Dinge, die du eigentlich nicht mehr machen wolltest. Du hast ein schlechtes Gewissen. Wie kannst du Grenzen setzen? Du möchtest klar sein, aber irgendwie nicht verletzen. Das sind so Themen, die man mit dir natürlich besprechen kann. Und dann möchte ich eigentlich auch direkt zum Punkt kommen. Wie schafft man das, sich abzugrenzen, ohne verletzend zu sein? Oh, okay, Thema Nein sagen. Also das ist wirklich etwas, was vielen Menschen unfassbar schwer fällt. Die kurze Antwort lautet, vielleicht tut das Nein deinem Gegenüber gar nicht so weh, wie du meinst. Also das ist das eine, was viele Leute komplett falsch einschätzen, dass sie wirklich denken, ihr Gegenüber wird super sauer oder super enttäuscht sein oder wütend oder gekränkt oder sowas. Das überschätzen die meisten Leute, wie sehr das sein würde. Aber der zweite Punkt ist, selbst wenn. Ist es deine Zuständigkeit, das zu verhindern, dass jemand anders keine schlechten Gefühle hat? Und ist es deine Pflicht, dafür schlechte Gefühle bei dir in Kauf zu nehmen? Und das sind so Sachen, über die muss man unbedingt mal nachdenken, wenn man da ein Thema mit hat. Also wenn du mich die Frage jetzt so fragst oder die Fragen, dann würde ich sagen, ja, ist so ein bisschen meine Verantwortung. Aber da bin ich auch, ich weiß nicht, ich mache mir das halt selber, nehme mir das selber oft zu Herzen tatsächlich und will ja auch, dass es meinem Gegenüber gut geht. Deswegen ist es natürlich auch für mich ein brandheißes Thema, ne? Also wie geht man generell damit um? Und ich gehe ganz stark davon aus, dass auch sehr viele Frauen sind ja auch unsere Zielgruppe und gerade Frauen mit ihrer Empathie und ihrem Sozialverhalten, Bewusstsein, haben ja dann nochmal ein ganz anderes Gefühl als vielleicht jemand anderes. Aber ich finde es so krass, dass du sagst, gerade wir Frauen, denn also das deckt sich 100% mit meiner Erfahrung. Ich glaube, dass immer noch Mädchen insbesondere dazu erzogen werden, ihren Selbstwert daran festzumachen, wie wohl sich andere in ihrer Umgebung fühlen. Das ist das wichtigere Kriterium. Nicht so sehr, wie wohl du dich fühlst. Du sollst ruhig über deine Belastungsgrenzen gehen. Du sollst alles möglich machen. Du sollst dich aufopfern. Das ist alles fein. Aber Hauptsache, andere in deiner Gegenwart fühlen sich wohl. Das ist so eine Beobachtung, die finde ich eigentlich ziemlich krass und auch überhaupt nicht zeitgemäß. Und ich wünsche mir, dass das besser wird, dass wir da selbstbewusster auftreten und sagen, hey, aber wie es mir geht, spielt auch eine Rolle. Und das ist natürlich so dieses Rollenbild, ne? Wenn man das ganze Thema jetzt mal so global betrachtet, sind ja ziemlich viele Frauen auch immer noch oppressed und haben eine niedere Rolle, sage ich mal. Wir sind ja hier in Deutschland, Europa jetzt schon auf einem sehr guten Weg, das zum Thema Emanzipation, Empowerment, ne? Das ist ja auch unser ganzes großes Thema. Und dann gibt es immer noch Länder, Pakistan, Bahrain, auch so und so. Keine Ahnung, ich möchte dir das jetzt auch alles gar nicht so aufzählen, aber Fakt ist, wir sind ja auch in Deutschland dran, wir ja noch in den 70er Jahren, ne? Die Frau wird niemals Auto fahren, die Frau wird niemals einen eigenen Bankaccount haben, der Mann trifft die Entscheidung. Ich will jetzt auch gar nicht so weit weg vom Thema, aber nichtsdestotrotz haben wir das natürlich immer noch indoktriniert im Schädel. Durch unsere Großmütter, Urgroßmütter, Mütter, das sind ja immer noch Bilder, die auch transportiert werden und nicht nur Bilder, sondern auch Werte. Absolut, ich bin da ganz bei dir und ich finde, wenn man das so generational betrachtet, ist es eben nicht so lange her. Ich habe eine Menge Patientinnen, also vor allen Dingen Patientinnen, die eben in so einem Nachkriegsdeutschland großgezogen wurden mit so einem Doris Day-haften Frauenbild. Also die Frau muss den ganzen Tag irgendwie hübsch und adrett sein und zurechtgemacht und Nägel, Haare, Klamotte, alles, auch zu Hause mit High Heels rumlaufen. Die Küche ist perfekt, das Essen ist gemacht, die Kinder sind lieb und gut erzogen und wenn der Mann nach Hause kommt, bekommt er noch so einen Cocktail serviert, wie in diesem Doris Day-Film. Und dann kam aber irgendwie die Emanzipation dazu und mein Gefühl ist, dass das viele Frauen unfassbar stresst, also dass sie das Alte noch gar nicht abgelegt haben, viel Zuständigkeit für alles und jeden zu haben, viel Verantwortung zu schultern für alle in der Familie, für alle rundherum, Socializing, Care-Arbeit, das ist alles immer noch überwiegend Frauensache. Plus, jetzt kommt aber auch noch der Anspruch und auch die Notwendigkeit hinzu, dass man bitte auch arbeiten geht, weil nur Hausfrau ist auch irgendwie ungeil.
Und das ist ein verdammter Stress. Und ganz, ganz viele von meinen Patientinnen und Patienten, also vor allen Dingen Patientinnen, leiden da sehr drunter. Und da ist Nein sagen das Mindeste, was man mal anfangen müsste. Absolut. Das heißt, also deine Patientinnen kommen genau aus diesem, Entschuldigung, inneren Konflikt, geschürt durch diesen Stress, zu dir und sagen, Franka, bitte hilf mir, ich brauche jetzt einen Ausweg, oder wie kann man sich das vorstellen? Also manchmal ist das sehr direkt. Manchmal ist es so, wie du sagst, dass sie spüren, ich habe vor allen Dingen ein Stressproblem. Aber manchmal ist es ja auch versteckter. Also dann kommen die Menschen mit Depressionen zum Beispiel, weil sie total antriebsarm sind, weil sie gar nicht mehr aufstehen können, weil sie sich zu nichts mehr motivieren können. So eine schwere Depression ist ja wie so eine, wie durch den Zement laufen, und die Leute spüren, ich kann einfach nicht mehr. Und dann aber zu ergründen, woran liegt das? Also ich meine, Depression hat immer auch eine genetische Disposition. Das ist auch eine Krankheit, die jeder bekommen kann. Aber es ist häufig eingebettet in ein bestimmtes Umfeld. Und dann muss man so ein bisschen rausfinden, was hat denn dazu geführt, dass jetzt, wenn man so will, die Psyche das auch jetzt übernimmt, zu sagen, jetzt ist hier Stopp, jetzt ist hier Schluss. Das hat ja oft einen Vorlauf. Und da sind häufig genau solche Muster zu erkennen. Komplette Überbelastung. Das bedeutet, also du hattest das vorhin so schön gesagt, Thema Nein sagen, ja? Also wenn ich so mich in solcher Situation fühle und einfach mich mal hinterfrage, ja, dann frage ich mich in erster Linie, also ist das jetzt erstmal für mich schlecht oder für die andere Person? Mhm. Und vielleicht wird die andere Person es gar nicht so schlimm aufnehmen, wie ich denke. Ja. Genau. Und auch einfach bei dir bleiben und sagen, okay, ich höre jetzt mal auf mich, auf meinen Plan. Genau, okay. Und dann einfach Nein sagen. Also es wäre auch gelogen zu sagen, wenn man beginnt zu üben, Nein zu sagen, dass da alle Leute total erfreut sind. Ja, manche Leute werden sauer sein. Ja, manche Leute werden enttäuscht sein. Ehrlich gesagt sortiert sich dann aber auch manchmal so ein bisschen, wer vielleicht nur deine Nähe sucht oder mit dir befreundet ist oder so, weil du so praktisch bist oder so fleißig. Oder so nett. Ich habe einen Patienten gehabt, der ist sehr geschickt, handwerklich sehr geschickt. Der hatte einen riesigen Freundeskreis, aber so gefühlt hat er alle 2 Wochen irgendwo Küchen aufgebaut, abgebaut, Umzüge bewältigt, Kinderbetten umgebaut. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, so, kann das sein, dass ihr ganzer Freundeskreis sich einfach bei jedem Umzug auf sie verlässt? Und als er da angefangen hat, Nein zu sagen und zu sagen, Freunde, das ist auch mein Wochenende und ich habe frei und ich hatte was anderes vor. Ja, sein Freundeskreis hat sich dezimiert. Aber wen hat er denn da verloren? Doch die Leute, die ihn tatsächlich benutzt haben, weil er nie Nein gesagt hat. Will man diese Leute wirklich im Leben haben? Das darf man sich halt fragen, ne? Boah, das ist natürlich jetzt eine verdammt harte, direkte Aussage, ne? Ich meine, klar, wenn man sich mal hinterfragt, viele Netzwerke oder auch Freundschaften sind ja irgendwie im gewissen Sinne auch Synergien, Netzwerke, jeder sucht er vielleicht auch im anderen was er selber nicht hat. Klar, das darf man wahrscheinlich auch jetzt nicht so ganz dramatisch sehen, aber Fakt ist, wenn der natürlich so bewusst gespürt hat, oh Mann, ich wurde hier vielleicht wirklich nur, oh Gott, das ist so ein schreckliches Wort, aber benutzt, ist so. Dann muss es natürlich richtig wehtun. Das ist ja fürchterlich. Und ja, also aber was du gesagt hast, ist natürlich auch so. Natürlich sind wir Menschen kooperativ. Und natürlich funktioniert unsere ganze Welt, unser ganzes Zusammenleben auch nur durch das, was sozialpsychologisch Tit for Tat genannt wird. Eine Hand wäscht die andere. Wir Menschen sind zutiefst kooperativ. Das ist logisch. Wir haben irgendwann im Rahmen unserer Evolutionsgeschichte gemerkt, hey, das ergibt total Sinn, dass wir kooperieren, dass wir zusammenarbeiten. So nach dem Motto, pass auf, ich passe auf deine Kinder mit auf, du passt dafür mit aufs Feuer auf. Oder du jagst einen Büffel, gibst mir was ab, dafür gebe ich dir was ab. Also Kooperation ist in unseren Genen, das ist ja gar keine Frage. Aber trotzdem darf man sich ja fragen, wenn man sich so ein Kontinuum vorstellt zwischen komplett hardcore egoistisch, geht über Leichen, nutzt andere nur aus, bis hin zu komplette Selbstaufopferung, macht alles nur für andere. Dazwischen ist ja ein Weg sozusagen, ne? Das ist ein Kontinuum. Die Extreme sind nie gesund, aber ich habe halt ganz häufig zu tun mit Menschen, die kommen aus der Ecke, ich opfer mich total auf, ich sage nie nein, ich mache es allen recht, ich gucke immer, was andere brauchen, bevor ich gucke, was ich brauche. Und dann geht es ja nicht darum, dass die Watsch zum Gegenteil mutieren, sondern es geht darum, dass die sich ein bisschen in die gesunde Mitte bewegen. Darum geht es. Ne? Ich sage ja keinem, geh nur noch durch die Welt und verprelle die Leute und schlag jetzt jedem vor den Kopf und sag immer nur noch nein, darum geht es gar nicht.
Du, das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man mal ein bisschen überlegt, jetzt auch in der Zeit wahrscheinlich, während ihr auch zuhört oder zuseht, habt ihr wahrscheinlich auch so Fragen, Bilder und Momente im Kopf, wo ihr direkt denkt, oh Gott, ne? Aber Franka, ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, es ist wie beim Doc, bei einem Blutcheck oder so. Wir suchen den Referenzbereich. So Wir ist es, wollen genau. irgendwo dazwischen uns verorten und natürlich auch wir als Individuum uns treu bleiben, aber auch unseren Freunden oder unserem Umfeld. Und das ist natürlich nicht einfach. Nein, und es geht dann wirklich in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten Richtung einer gesünderen Mitte. Wie gesagt, es geht wirklich überhaupt gar nicht um Gehirnwäsche, Persönlichkeitsveränderung oder aus jemand, der vorher wirklich ein sehr angenehmer, hilfsbereiter Zeitgenosse war, der mutiert durch Therapie oder Coaching nicht zum Egoisten und dem ist dann nicht plötzlich alles egal. Das passiert niemals. Nee, das glaube ich auch. Aber wir. Oh Gott, ich muss einen Schluck trinken. Oh, du Arme. Oh mein Gott. Du, Franka, wir wollten ja unbedingt, und da werde ich auch noch mal gar nicht so viel vorwegnehmen, wir wollten ja unbedingt auch in dieser Sitzung heute, Podcast-Aufzeichnung, sprechen über das sogenannte Sisu, auch Ja. einer der großen Felder. Weißt du was, ich bin jetzt einfach mal so frech und das ist eigentlich auch ein Fehler, das darf man eigentlich nicht machen, aber ich übergebe dir jetzt mal das Wort. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen ausholen, ein bisschen erklären, was sie Gerne. so ist, beinhaltet und was man damit macht. Kann man das Super essen? gerne. Ja, also gerne. Schon du mal deine Stimme. Sisu ist ein finnisches Wort. Das kann man eigentlich nicht mit einem Wort übersetzen. Grob bedeutet das sowas wie Mut, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch Wille, Beharrlichkeit. Das ist so eine ganze Mischung. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass wo die Spanier sagen, sie haben Cojones, da sagen halt die Oder auch Finnen, nicht. ja, Cojones, genau. Da sagen Finnen, sie haben Sisu. Da kriege ich immer Mecker für, wenn ich das so sage, weil immer jemand spanischsprachig sagt so, boah, Franka, das ist so ordinär, das kannst du so nicht sagen. Aber zumindest verstehen dann die meisten Leute, was das bedeutet. Das ist so ein Lebensgefühl, das die Finnen haben und wo die auch bewusst zum Beispiel ihre Kinder hin erziehen. Es ist in Finnland ganz wichtig, Sisu zu haben. Und da, in dem Wort Sisu, das Wort Sisukas bedeutet innen, von innen kommend. Also das ist eine innere Qualität von Stärke, von Mut, von Widerstandsfähigkeit. Und vielleicht kennt die eine oder andere Zuhörerin oder Zuschauerin das Resilienzkonzept, also diese Art psychischer Belastbarkeit. Und das haben die Finnen halt seit wenigstens 500 Jahren so in ihrem Sprachgebrauch und in ihrer Kultur und auch in ihrer Erziehung verankert. Die machen das jetzt nicht so mit Remi Demi, nicht eben so Coronas-mäßig. Sisu ist eher still und gelassen, aber es ist ein Lebensgefühl. Und das versuche ich immer so ein bisschen zu vermitteln, einfach aus dem Grund, weil ich gebürtig halbe Finnin bin. Ich bin von einer finnischen Mama erzogen worden und das fließt auch immer so ein bisschen mit ein in meine Coachings. Nee, es ist ja total toll. Ich habe jetzt auch ein bisschen gelesen, auch auf deiner Webseite natürlich dazu. Da macht man natürlich erstmal eine kleine Bestandsaufnahme und guckt, wie geht es mir eigentlich wirklich und wie belastet fühle ich mich und bin ich leichtfüßig? Wie ist meine Selbsterkenntnis? Fühle ich mich gut mit der Situation? Ne? Und dann gibt es natürlich immer wieder, was wir auch gerade schon besprochen haben, diese sogenannten stressverschärfenden Gedanken. Und mit CISU findest du ja im Prinzip einen Ansatz, einem so ein bisschen diesen Druck und Stress zu nehmen, oder? Ja, beziehungsweise der erste Ansatz, und der ist manchmal tatsächlich auch ein bisschen schmerzhaft sogar, weil Sisu ja übersetzt sowas bedeutet auch wie Mut, geht es immer darum, auch mal ganz ehrlich hinzuschauen und auch ganz, ganz klar hinzugucken, was habe ich überhaupt für ein Problem und was denke ich überhaupt? Ein klassischer stressverschärfender Gedanke ist zum Beispiel, und das passt jetzt zu diesem Nein-Sagen-Thema, ich muss von allen lieb gehabt werden. Das ist insofern ein stressverschärfender Gedanke, weil wenn ich das wirklich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich mich immer so verhalte, dass mich jeder lieb hat, dann geht das am Ende an meine Energiereserven, denn ich kann es niemals allen recht machen. Und ich werde mich total aufreiben, allein bei dem Versuch. Und solche Gedanken aufzuspüren, ist zum Beispiel immer so der erste Schritt. Ich sage immer, Sisu dient für Ruhe im Kopf und Mut im Herzen und Gelassenheit im Körper. Wir machen alles drei. Aber sich auch mal klar und ehrlich und mutig seinem eigenen Innenleben zu widmen, das ist sozusagen der erste Schritt. So, und das heißt, ich habe ja den ersten Schritt getan, indem ich mich jetzt da mit dem Thema beschäftige und sozusagen deine Richtung suche. Oder kann ich auch was machen, einfach für mich zu Hause alleine? Muss ich mir ein Blatt Papier nehmen, das aufschreiben? Oder Du meinst jetzt in meinen Coachings oder meinst du in meinem Kurs? Also ich habe sowohl als auch, ne? Natürlich ist
jeder Art von Therapie, von Coaching und so, wir sagen immer, das Wichtigste passiert zwischen den Sitzungen. Immer. Also es ist immer das Wichtigste, was du für dich tust und welche, also letztlich dienen ja auch therapeutische Sitzungen, auch Coaching, auch mein Kurs, immer nur dazu, Impulse zu setzen, gedankliche Impulse, auf denen du weiter rumdenkst und wo du dann deinen Weg findest. Also zum Beispiel sich Sachen aufzuschreiben oder Arbeitsblätter von mir zu nehmen und die mal im Alltag durchzugehen, immer wieder, immer wieder. Das ist letztlich der Trick, nur so funktioniert es. Also ich glaube, jemand, der in die Therapie geht und erwartet, da passiert jetzt einmal die Woche irgendein Hex-Hex, aber zu Hause gar nichts mehr gedanklich damit macht, der wird nicht weiterkommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung, denn ich glaube, viele, die denken so, ja, okay, der erste Schritt ist ja getan, ich bin ja jetzt da, aber natürlich muss die Reise, der ganze Denkprozess ja weitergehen. Und wenn ich nach wie vor an meinem normalen Leben im Prinzip ja nichts ändere, sondern auf dein Hexenwerk hoffe, ja, dann kann ich wahrscheinlich lange warten. So ist es leider, ne? Und das ist manchmal ganz desillusionierend, dass Leute glauben, Psychotherapeuten hätten die Macht irgendwie so nach dem Motto, sag mir doch einfach nur rasch, wie ich anders denken kann, dann ist schon alles fein. Und manchmal stimmt es auch, manchmal muss man sein Denken verändern, aber auch das muss man selber tun übrigens. Manchmal ist es aber auch so, dass es nicht ausreicht, sein Denken zu verändern, sondern man muss auch wirklich aktiv, auch da draußen, auch im Leben, auch im Verhalten was verändern. Mhm. Und dann wird es Arbeit und das kann total anstrengend sein und es kann auch manchmal frustrierend sein. Ich meine, das kennst du aus dem Training wahrscheinlich genauso. Es reicht ja nicht, dass dir jemand irgendeinen Bewegungsablauf einmal zeigt, und dann sagst du, ah, alles cool, easy und hast das integriert. Sondern du musst es machen, 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 machen. Dann fällst du hin, dann klappt es nicht und du musst es 1000 Mal machen und dann hast du es integriert. Ich wollte gerade sagen, es sind nur ganz wenige Wiederholungen, so ungefähr 100.000. Ja. Dann kann man das. Ja, klingt scheiße frustrierend, ist aber ein bisschen auch Teil der Wahrheit. Ja, natürlich. So, ich muss noch, es ist der Punkt. Ja, mach es. Aber das ist so total interessant, dass Leute wirklich denken, also vom Fitnessstudio eigentlich nicht erwarten. Ich gehe da einmal hin, cool, einmal die Woche. Ich lasse mir das nur kurz zeigen, mach aber selber nichts und dann werde ich fit. Das würde niemand denken. Ja. Und für alle psychischen Veränderungen gilt aber das Gleiche. Ich bin sowas wie der Trainer, aber machen musst du es. Und auch wiederholen musst du es und immer wieder integrieren, bis es sozusagen sitzt, weil letztlich geht es ja darum, dass sich Synapsen aufeinander zubahnen. Da muss ja wirklich neurophysiologisch müssen Synapsen, also Nervenenden aufeinander zuwachsen und eine Verbindung eingehen und so. Und das geht nicht, indem man das einmal begriffen hat. Das sagen manchmal Leute, aber ich habe es doch begriffen. So, ja, aber begreifen ist nur die Grundlage. Das reicht halt. Adaption. Nicht. Yes. Aber du, also zu diesem ganzen Thema siehst du und Nein sagen und das Üben sozusagen gehört ja auch noch, also ein ganz großer Punkt, den ich jetzt auch spannend finde, ne? Das ist ja auch, könnte man wahrscheinlich abendfüllende, tagesfüllende Workshops machen, Körpersprache. Ja, ja. Wenn ich zum Beispiel ich jetzt hier so dir gegenüber sitze, ja, was kannst du an meiner Körpersprache vernehmen? Oh, ich sehe ja jetzt nur dein Körper bis dahin, aber zumindest kann ich mal sehen, dass du gerade sitzt, dass deine Schultern, also wenn deine Schlüsselbeine schon mal so gehen und nicht so ein V machen, ist das schon mal eine, genau, das sieht nicht nur, also Körpersprache wird ja häufig missverstanden, als sei das nur eine Sprache, die was nach außen sagt. Ja, das stimmt. Also zum einen nehmen wir fein wahr, wie sich unser Gegenüber bewegt und was uns das sagt. Ob du jetzt so sitzen würdest mit einem runden Rücken wie ein Fragezeichen oder ob du so sitzt oder ne, all das würde mir was sagen, ja. Aber was ich noch viel fast wichtiger finde, aber häufig unterschätzt, ist, dass Körpersprache auch ein Selbstgespräch ist. Auch du fühlst dich ganz anders, wenn du gerade und aufrecht sitzt und dein Kinn gerade ist und dein Blick gerade auf den Horizont entlang geht, als wenn du eben dich wie ein Fragezeichen hängen lässt, ja. Und dein Blick geht da unten über die Teppichkante. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Man kann Körpersprache nutzen als positives Selbstgespräch. Also indem man sich anders körpersprachlich hält, verhält man sich auch anders, fühlt man sich auch anders und man wirkt auch anders und dann kommt man in ganz andere Schleifen rein. Weil Atmung ja auch zum Beispiel zum Thema Körperhaltung ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele Menschen atmen ja nicht richtig. Mhm. Auch ich mache beim Atmen Fehler, ne? Sogenannte Pressatmung oder nicht richtig in den Bauch oder bin manchmal zu eng, was weiß ich. Das sind große Probleme. Aber was ich sagen wollte,
Man merkt wirklich am Körper, wenn, stell dir mal vor, wir würden jetzt, also das können wir machen, vielleicht, wenn wir nur mit Ton machen, ne? Aber wenn ich jetzt so sitzen würde, das hat ja auch keine Haltung. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Julia, hörst du es sogar am Ton. Ich glaube, früher habe ich mal, ich habe mal so Telefon, wie heißt es denn? Ich habe im Callcenter gearbeitet. Und da wurde uns immer gesagt, wir sollen aufrecht sitzen und lächeln, denn die Energie kommt trotzdem rüber, selbst wenn dein Gegenüber dich gar nicht sieht. Weil in dir eine andere Energie ist, ob du gerade sitzt, lächelst oder sogar stehst oder sogar läufst. Das wirkt alles viel energiegeladener, als wenn du das so machst. Man kommt direkt selber in eine andere Stimmung. Ist total interessant und leider Gottes fällt mir auch immer mal wieder auf. Ich weiß nicht, also natürlich einerseits können es gesundheitliche Probleme sein oder wirklich eine dauerhafte schlechte nach vorn Kipphaltung oder auch vielleicht wirklich ein Unwohlsein. Dass Ja. Leute sind so oft so in sich so verkrampft, also auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn du mal auf der Straße guckst, dann kommt diese Handyhaltung noch hinzu, ja? Ganz schlimm, ganz schlimm. Leute, seid mal offen. Ja. Also die Handyhaltung ist wirklich deshalb krass dramatisch, weil du einen runden Rücken hast und deinen Kopf hängen lässt. Und das ist das Signal, also ne, unser Gehirn versteht das nicht mit dem Handy sozusagen, sondern es interpretiert diese Körperhaltung als geduckte Haltung. Was stimmt nicht mit dir? Du machst gerade eine Unterwerfungsgeste, du machst dich klein, du machst einen Selbstschutz. Warum? Und das hat psychologisch ganz andere Effekte. Ich sage immer, eigentlich müssten wir alle so auf unsere Handys gucken, so mit erhobenem Kopf. Das wäre zumindest gesünder, also fürs Selbstbefinden. Also mein Physio und Osteo Martin, hi an dieser Stelle, er sagt immer, mach das auf gar keinen Fall. Wenn du wirklich das Handy hier hast, mach das so. Ja. Einfach auch für deine Halswirbelsäule, für die Brustwirbelsäule, für alles Weitere und für dein komplettes Sichtfeld. Weil wir haben ja unseren, wenn wir so gucken, ist ja unser Sichtfeld sowieso schon sehr konvergent. Ja, Und wir wollen ja weit gucken. Das heißt, genau. es ist wirklich ein Augentraining auch. Wir müssen wieder lernen, weiter zu gucken. Diese ganzen Augenprobleme, die viele Menschen haben, kommen von diesem kleinen Sichtfeld. Ja, aber ich möchte ergänzen, auch nicht nur physiologisch, also auch hallo an dein Physio, auch psychologisch ergibt das total Sinn. Und das ist ja etwas, was ich in der Therapie zum Glück auch oft beobachten kann, dass die Leute, wenn sie in die Praxis kommen, in einer tiefen Depression und fühlen sich eben, so wie ich gesagt habe, als würden sie jeden Tag durch Zement laufen, alles ist total schwer, die sind total antriebsgemindert, haben gar keine Motivation, das siehst du im Körper. Und es ist richtig schön zu beobachten, wie die sich im Rahmen der Therapie wirklich buchstäblich so wieder aufrollen und die Wirbelsäule wieder gerader wird und die Bewegungen werden wieder größer und freier und der Blick geht wieder höher und so. Aber man kann es auch unterstützen, indem man das aktiv befeuert. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sport bei so vielen psychischen Erkrankungen auch als Therapiebaustein eingesetzt wird und ja auch nachweislich hilft. Absolut, da kann ich, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Also wahrscheinlich nicht auf dem Pensum oder Level, wo es ein Leistungssportler auch macht. Aber ein normales, gesundes, sportliches Ertüchtigen, ja, also dieses sich spüren, mal seine Atmung spüren, so, man geht über Grenzen und man hat eigentlich gar keine Lust, aber man geht jetzt trotzdem aufs Ergometer und dieses Gefühl danach der Überwindung ist einfach großartig, ja. Und man sieht es ja so oft auch, wenn ich bin ja manchmal auch einfach nur im Fitnessstudio, dann sehe ich Leute, wo die kommen rein und haben eigentlich gar keinen Bock, so eigentlich wollen sie nach Hause auf die Couch. Aber danach sind die so glücklich über erstmal diesen körperlichen Zustand, diese Müdigkeit, dieses schöne Gefühl und dass sie es einfach gemacht haben, ne? Das ist Ja. ja auch immer wieder mein eigener Tenor, ey Leute, macht's einfach. Ja, total, total. Und das finde ich aber interessant. Und das ist auch manchmal ein bisschen tricky, weil wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Nein sagen und auch mal auf sich selber hören. Und Dann dann wieder sagen mir manchmal Leute so, ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir ja, dass ich jetzt gar nicht will. Und so. Und dann sage ich immer, ja, aber Vorsicht, ne, wozu? Also man darf schon wählen, wozu man Nein sagt, aber wozu man auch unbedingt mal Ja sagen sollte, selbst wenn es einem keinen Bock macht. Und das ist übrigens auch Sisu. Also auch mal den unbequemen Weg gehen. Auch mal zu sagen, ja, kurzfristig ätzend, aber mittel- und langfristig werde ich total profitieren. Also auch da den Blick zu öffnen und zu sagen, wo will ich überhaupt hin? Und vielleicht ist das, was ich in diesem Moment will, in dieser Sekunde, nämlich auf die Couchie, nicht das, wo ich eigentlich hin will und was ich eigentlich will. Und dann so Ziele zu entwickeln, die einen auch motivieren, dann auch mal was zu machen, was unbequem ist. Das gehört für mich auch komplett zu Sisu. was wäre denn zum Beispiel etwas, was für dich persönlich ganz unbequem wäre, wozu du aber sagst, oh Gott, das fürs große Ganze, ich mache das jetzt einfach mal. Also vieles, ehrlich gesagt. Ich Habe ich. ja, also insofern, ich bin ja Podcasterin und in letzter Zeit auch relativ viel öffentlich. Also ich werde eingeladen, ne? Also jetzt in deinem Podcast
super gern, aber manchmal sind auch Sachen dabei, wo ich denke, nee. Also da ist mein Gefühl nur über meine verdammte Leiche. Ich habe da Angst vor, zum Beispiel. Also Angst ist etwas, was ich total kenne. Hemmung, dass ich denke, das kann ich alles nicht und so. Und dann denke ich aber, ja, aber dann. Okay, dann hast du vielleicht einen gemütlichen Abend auf der Couch, musst dich zu nichts überwinden, musst nicht das Lampenfieber aushalten, das kann ich mir alles ersparen. Fein. Und dann? Mein Ziel ist aber, zum Beispiel Sisu bekannter zu machen. Mein Ziel ist, viele Menschen zu erreichen und hilfreich zu sein. Und wenn das mein Ziel ist, dann muss ich meine kurzfristige Angst, mein Lampenfieber auch einfach mal überwinden. So zum Beispiel. Das ist total interessant. Das ist immer wieder, ne, diese eigenen inneren Grenzen, die man sich so gesetzt hat oder manchmal fühlt, versus das große Ganze sehen. Und natürlich muss man sich immer mal fragen, das ist ja auch so eine typische Bossfrage, ne? Also, Frau Gerucci, wo sehen Sie sich denn in 5 bis 10 Jahren, beziehungsweise wie soll denn Ihr Weg so werden? Und jeder denkt sich so, oh, bitteschön. Aber natürlich ist es halt auch eine verdammt harte Frage, weil Ja. manchmal kann man sie einfach auch nicht ad hoc beantworten. Es ändert sich ja auch immer mal. Aber es ist eine interessante Frage, weißt du es? Wo ist denn dein Ziel in 5 Jahren? Also, da muss ich erstmal ganz kurz rechnen. In 5 Jahren bin ich ja 37. In 10 Jahren 42. Also, ich hoffe, dass ich natürlich in 10 Jahren, also dass der Podcast so gut läuft, dass es eine eigene TV-Show wird Geil, mit vielen ja. geilen Gästen. Das wäre natürlich der absolute Oberkracher. Ja. Also, Women Hit Harder Goes International oder zumindest. Ja, in einem coolen Format, das wäre super, weil das natürlich auch für mich eine Herzensangelegenheit so ist wie deiner, eine Ja. Psychologie Go, so heißt dein Podcast, meiner heißt Women Hit Harder. Ja. Und das ist einfach auch, wenn man so ein intrinsisches, schönes Gefühl hat dabei bei so einer Sache, ne, dann will man natürlich auch alles geben. Und dann ist es auch egal, ob es Sonntagabend ist oder Montag früh oder Total egal. egal, man macht es einfach. Ja. Und, aber ich glaube, dass ich also so auf dem Weg, auf dem ich jetzt bin, natürlich werde ich in 10 Jahren keinen Leistungssport mehr machen können. Ja. Also wahrscheinlich könnte ich es, aber ich werde es nicht, weil ich habe ja auch noch mal den Anspruch, meinen journalistischen Werdegang zu machen. Ich möchte ja vielleicht noch mal im Ausland leben. Ich möchte vielleicht ja auch, weiß ich jetzt noch nicht, aber vielleicht auch mal eine Familie haben. Also das sind ja Themen, die hast du zum Beispiel ja schon für dich, wie sagt man, gesetzt. Ja, das mit Familie und so, das habe ich alles schon. Aber trotzdem, das hört ja nicht auf. Ich fand es übrigens gerade ganz schön, wo wir gerade beim Thema Körpersprache waren. Ich sehe natürlich, dass du jetzt auch mich anschaust und auf den Bildschirm schaust, aber wenn Leute Filme machen von ihrem Inneren, von ihrer Zukunft, dann gehen die Augen immer so schön so oben. Ich habe richtig dein inneres Kino gesehen, wie du die Sachen ausmalst. Und sowas finde ich auch so wertvoll, weil das tatsächlich einen Sog entwickeln kann, ne? Also wenn du eine möglichst tolle Vorstellung hast von der Zukunft, zu der du hin willst, kann dich das für vieles auch motivieren. Eben zum Beispiel über kleine Lästigkeiten auch mal hinwegzugehen oder mal Steine zu beißen oder eben doch jetzt was zu machen, was verdammt unbequem ist. Weil, und das habe ich jetzt gerade an deinen Augen gesehen, da oben ist irgendwo das Ziel. Voll Aber es ist schön. doch gut, groß und weit gucken. Ja, genau. Genau. Echt toll, ja. Mir fiel da gerade noch so ein ganz toller Spruch ein, den wirklich, den ich sehr, sehr schätze und immer mal wieder mir auch zu Gemüte führe. Und zwar, also auf Deutsch, mache niemanden zu deiner Priorität, der dich für eine Option hält. Oh. Auch die, dann ist dann natürlich auch die Frage, sollte man überhaupt jemals jemanden zu seiner Priorität machen? Aber ich glaube, spätestens, wenn du einen Hund hast oder Kinder oder Partner, Die dann. priorisieren sich selbst. Ja, aber da ist so viel dran. Ich hatte mit einem Bekannten dieses Thema, ja, aber du solltest doch sowieso niemanden zu deiner Priorität machen. Stell ich jetzt mal so einen Raum. Jeder kann ja mal auch in die Kommentare schreiben oder Ja. sagen, was er so denkt oder was denkst du denn als Profi an dieser Stelle? Ich habe tatsächlich da als Profi ein anderes Gefühl als echter Mensch und Mutter. Als Profi möchte ich natürlich sagen, hey, die Hauptrolle in deinem Leben hast und bist immer du. Und wenn Ja. nicht, läuft was falsch. Ja. Du kommst allein auf die Welt, du gehst allein von dieser Welt. Und alle Menschen dazwischen sind Begleitung, sind Weggefährten und so, aber die Hauptperson bist du. Punkt. Gleichzeitig bin ich aber auch Mutter. Ich habe 3 Söhne. Und glaub mir eins, dass in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt, ist das deine Priorität. Es wäre auch gelogen. Alles andere ist gelogen. Und so soll es wahrscheinlich auch sein, dass dann dein ganzer Fokus, deine ganze Aufmerksamkeit erstmal auf diesem Kind liegt, auf diesem neuen Menschen,
den und es ist dein Job, dich darum gut zu kümmern und so. Und ich glaube, das ist auch der Moment, in dem insbesondere Mütter ihre ganzen eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Visionen alles zurückstellen. Und das ist aber spannend, weil bestenfalls kommt aber der Punkt, wo du merkst, die lösen sich, die werden groß, die gehen ihre Wege, die sind auch autarke Individuen. Und dann verpassen es, wie gesagt, insbesondere Frauen und Mütter häufig, sich wieder auf sich zu besinnen. Die sind dann so in ihrer Rolle aufgegangen, auch in ihrer mütterlichen Rolle, dass sie vergessen, dass doch da mal was war. Nämlich ein Ziel, nämlich was Eigenes, nämlich die eigene Priorität. So, deshalb würde ich die Frage so beantworten, ja, du bist und bleibst die Hauptperson und die Priorität in deinem Leben, aber mit der Fähigkeit, auch mal ganz viel Aufmerksamkeit zu anderen Menschen, zu Wegbegleitern, zu Haustüren zu geben, die die brauchen, aber vergiss doch darüber nicht dich. Das wäre, glaube ich, so meine Antwort. Aber das ist auch total interessant, weil viele unserer ZuhörerInnen und ZuhörerInnen haben wahrscheinlich das exakt selbe Ding. So, man muss natürlich die verschiedenen Rollen, die wir als Mensch in unserem normalen Leben so einnehmen, auch verstehen. Ja. Ja? Wir sind natürlich die Privatperson, wir sind die Businessperson, wir sind die Mutter, wir sind die Freund, wir sind der Tierbesitzer, wir sind alles auf einmal, wir sind Liebhaber, wir sind wir selbst. Und da muss man versuchen, glaube ich, also auch aus eigener Erfahrung, echt einen guten Mittelweg zu finden. Ja. Wenn man sich zu sehr auf eine Rolle versteift, wird es auch nicht funktionieren, weil der Mensch ist so vielseitig, so facettenreich, ne? Total, total. Und da ist mein Stichwort halt immer Balance, eine gute Balance zu finden, sich das vielleicht vorzustellen wie ein Mobile. Ja. Mobile ist auch nur dann gut ausbalanciert, wenn es nicht an einem Ende komplett zieht. Da stimmt was nicht. Ja. Ne? Also so ein bisschen im Flow und ausbalanciert zu bleiben, ist, glaube ich, ein großes Geheimnis. Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch während der Sprache nochmal überlegt, also ich glaube, ich bin noch gar nicht bereit, meine eigene, wie sagt man, Verwirklichung nach Maslow, Bedürfnispyramide, ja? Ich glaube, da bin ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal, ich habe ja immer funktioniert, also im Leistungssport, in der Uni, dann habe ich sozusagen mein Doktor nicht gemacht für den Leistungssport, ja? Dann habe ich aber dann immer noch hier, dann habe ich da noch eine Verantwortung, dann war ich da noch Trainer, dann bin ich da noch sozusagen selbstständig tätig. Und ich glaube, ein Kind oder Kinder würden jetzt in meine jetzige Lebenssituation überhaupt nicht passen, weil da würde ich mich ja als Mensch völlig vergessen, ja? Das ist total wahrscheinlich so. Also gerade wenn du, also ich sag mal so, ich kenne das von Leistungssportlern und Leistungssportlerinnen, aber auch teilweise von Musikern, wenn die Musik studieren oder so. Das sind häufig Menschen, die haben eine Tendenz, weil sie so geübt sind, zu funktionieren. The show must go on. Auch, dass du heute, obwohl du krank bist, sagst, ja, Podcast muss weiterlaufen. Ne? Ganz starkes Commitment, ganz starke Einstellung. Meine Bedürfnisse kann ich zurückstellen. Hauptsache, das läuft. Das haben Sportler häufig. Häufig auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ne? Also es gibt so einen Begriff in der Psychologie, der heißt Alienation oder Alienation. Das heißt, du wirst entfremdet von dem, was du eigentlich brauchst, auch von deinen eigenen Gefühlen, auch von dem, was eigentlich in dir wohnt, weil du immer von außen getaktet bist. Von Trainingsplänen, von Übungsplänen, von dem, was die Uni sagt, ne, wie du es gerade beschrieben hast. Und es ist eine Kompetenz, das zu können. Aber wenn man da so sehr drin geübt ist, kann das sein, dass man sich da drin auch komplett verliert. Und wenn du jetzt Mutter werden würdest, würdest du dich da wahrscheinlich genauso drauf stürzen und sagen, okay, was brauchst du, Kind? Wann, was, wie? Ne? Dann wäre halt das dein neues Funktionieren. Aber wie du schon sagst, was ist mit der Julia dahinter? Aber das gilt jetzt auch für deinen Sport. Was willst du? Ja, und vor allem bin ich ja auch nur ein Beispiel von so vielen. Ja? Also ganz viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören werden, sagen, oh mein Gott, ja, natürlich. Ja. Krass, danke für diese Kurse. Ne? Aber das ist wirklich total interessant. Und ja, ich hatte zum Beispiel jetzt mit meinem Arbeitgeber Deutsche Welle, bin ich in so einem DW-Kompakt, ja. Das ist so ein verkürztes Redaktionsvolontariat. Ja. Und da waren wir jetzt 2 Wochen lang in Bonn, nachdem ich aus Amerika kam. Und dann hatten wir da ein ganz tolles Training mit so einem Coach, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, auch Schauspieler, auch Coach für verschiedene Dinge. Und der hat gesagt, ey Leute, ihr müsst auch mal lernen, auch wenn ich jetzt hier euch die Übung gebe, ja, hört mal auf, und entschuldige jetzt meine Wortwahl, zu überlegen, also scheißt mal drauf, was andere sagen. Ihr seid hier, ja. Und es kann dem egal sein, wie ihr aussieht oder nicht, und wenn er deine Nase blöd findet oder das, egal. Ja. Du hast diese Fahrkarte fürs Leben, und hör auf, immer so zu performen, es einem recht machen zu wollen. Hör auf damit. So, also das hat er nicht nur mir gesagt, sondern das hat er natürlich in die Gruppe voll gesagt. Gut. Das war total interessant, alle erstmal so große Augen. Pff.
ja, Deep Talk, weil es ist ja am Ende des Tages wirklich so, ja. Ist so. Weißt du, was mir manchmal hilft? Also auch überhaupt, was ich gerade gesagt habe, so mit Lampenfieber und öffentlich werden und so. Ich habe nichts davon gelernt. Ich bin Therapeutin, ich habe eine Praxis. Ich sitze hier normalerweise im 1-zu-1-Gespräch oder mit einer kleinen Gruppe, ne? Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, gehen wir mal davon aus, ein Drittel aller Leute, die dich kennenlernen, finden dich scheiße. Weil ich blond bin, weil die meine Stimme doof finden, weil wie ich mich kleide, denen nicht passt, weil irgendwas. Ein Drittel. Okay, fein. Ich werde das niemals ändern und ich werde es auch niemals schaffen, mich so zu verhalten, dass es jedem passt. Niemals. Und will man ja auch nicht. Dann, es gibt doch auch so einen schönen Spruch von Kurt Cobain. Also lieber mit den Leuten, die dich wirklich für das schätzen, was du bist, zusammen sein, als mit irgendwelchen Leuten, denen du es vermeintlich recht machst. Und da sind wir wieder beim Thema Nein sagen. Richtig. Weißt du, wofür mögen dich die Leute denn wirklich? Weil du funktionierst? Weil du es allen recht machst? Weil du so gefällig und so nett bist? Ja. Oder die mögen die wirklich dich? Und das sind weniger. Aber so People-Pleaser, so Leute, die es wirklich versuchen, jedem recht zu machen und jedem gefallen und nirgendwo anzuecken, sind häufig selbst total unglücklich. Und interessant ist, wenn man diese Strategie versteht oder diesen Mechanismus, ja, von den Other-Pleasern, also ja. Den, wie hast du es so gerade gesagt? People-Pleaser. People-Pleaser, ja. People-Pleaser ist ja das perfekte Wort. Also mein, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit People-Pleaser. Wenn man durchschaut, wie diese Mechanismen funktionieren und dann sieht, wie die Leute so mit anderen sind, dann denkt man sich so, Gott, bitte nicht. Ist, wie furchtbar ist denn das, immer alle zu pleasen? Nee. Ja, ja, eben. Das wirst du nicht schaffen können. Das nee, wirst du einfach nicht schaffen können. Oh Mann, Franka, ich merke, das ist wirklich hier abfüllendes Programm. Aber jetzt müssen wir nochmal unbedingt zu dir zurückkommen. Okay. Und zwar, ich möchte nochmal ganz kurz auf deinen Podcast sprechen, um Psychologie to go. Wieso, weshalb, warum? Die kurze Antwort ist, dass ich tatsächlich damals als Psychotherapeutin angefangen habe, eben für diese Zeiträume zwischen den Sitzungen, haben mich manchmal Patienten und Patientinnen gefragt, kann ich vielleicht ein Tonband mitlaufen lassen, damit ich mir das nochmal anhören kann und so. Und dann habe ich immer gesagt, ja, nee, sorry, aber Tonbandaufnahmen in der Therapie eher nicht. Aber ich kann ihnen meine Entspannungsübung aufsprechen. Und dann habe ich eine Entspannungsübung gesprochen, die dann dazwischen hören konnten oder so. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich erzähle aber auch 8-mal die Woche das Gleiche. Ja. Weil Leute sind natürlich, jeder Mensch ist völlig anders, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch hat die eigene Geschichte. Aber die Probleme, so als Muster betrachtet, die Depression, die Angststörung, die Zwangsstörung, die Essstörung, die ist immer gleich. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das so oft pro Woche, hier nur in meinem Dorf, so oft das Gleiche erzähle, es wäre vielleicht gut, wenn das mehr Leute hören könnten. Nur so zur Information. Also eigentlich hat mein Podcast rein Informationszwecke gehabt, dass ich dachte, auch vielleicht profitiert da der eine oder andere von. Dass das inzwischen so gerne Leute hören und auch so viel überrascht mich selbst. Ich erzähle immer nur Sachen, die in der Woche gerade relevant gewesen sind, so in meiner Praxis. Irgendwelche Themen aus der Psychologie. Ja, da kann ich nur an dieser Stelle sagen, Leute, hört euch Psychologie to go an, nachdem ihr Women Hit Harder gehört habt. Ja. Und nee, ich finde es total, total spannend und natürlich macht es ja auch total Sinn, weil viele Dinge sich einfach immer mal wieder wiederholen. Aber ja. Franka, jetzt kommen wir nochmal zu dir als Privatperson. Ja. Ich weiß, das ist jetzt total fies, weil du bist jetzt in deiner professionellen Rolle. Jetzt gehen wir nochmal in dein Privatleben. Das macht gar nichts. We dive deep into you. Okay. Und zwar würde ich gerne mal wissen, mit welchen drei Attributen du dich selbst beschreiben würdest. Ja, mutig, fröhlich, klar. Dann vervollständige bitte doch mal folgenden Satz. Ich liebe Kaffee. Männer ist leider alle. Ich liebe natürlich auch meine Familie ganz, ganz doll. Ich liebe den Geruch von kurz nach dem Gewitter. Ich liebe ganz viele Sachen. Ich liebe ganz viele Sachen. Aber Kaffee war jetzt das Erste, was ich noch in der Nase habe. Das ist auch voll schön. Ich finde es sehr toll, wenn Leute so in der Lage sind, so ganz viel zu sagen. Weil manchmal stellt man die Frage und also ich stelle die auch manchmal so einfach im Freundeskreis, ja? Ja. Liebst du denn eigentlich? Und dann kommt erstmal eine Weile nichts. Es gibt viele Sachen, die man lieben kann und muss und sollte. Oh doch, ich liebe ganz viel. Kennst du zum Beispiel das Geräusch von ganz frischen Tulpen, wenn du die in die Vase machst und die quietschen so? So quietschig frische Tulpen, liebe ich auch. Ach, frische Bettwäsche, wer liebt sie nicht? Oh. Ganz viele Sachen. Ja, ja. Oder wenn du in einem mediterranen Land landest und das erste Mal die frische Luft riechst, wenn du aufsteigst.
Ja. Also ich bin sinnlich sehr für Gerüche empfänglich. Deshalb wahrscheinlich war meine erste Antwort Kaffee, weil der eh so. Ist interessant, geht mir dann, da bin ich auch so ein Typ auf jeden Fall. Ja. Würdest du bitte mal folgenden anderen Satz vervollständigen? Ich hasse Doppelpunkt. Ich hasse Dogmatismus, also Radikalität. Wenn Leute für sich beanspruchen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, die eine Lösung, das eine feste Meinungsbild, wo nichts anderes gegen gilt. Also radikale und dogmatische Haltungen finde ich ganz schwierig. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen, unkommentiert. Muss man ja in meiner Rolle als Journalist auch manchmal, man darf ja nicht nur sagen, ja, sehe ich ganz genauso. Franka, die Frage ist auch fies, ich weiß, aber hattest du mal sowas wie einen Fehlkauf? Und wenn ja, was war der größte Fehlkauf? Boah, Kauf, warte. Fehlkauf. Ein Fehlkauf. Also ja, doch, ich habe mir neulich aus einer Laune heraus, Secondhand allerdings, aber doch ein paar Kleider bestellt, alle in so einem 50er-Jahres-Stil. Weil ich irgendwie dachte, die sind schön, aber jetzt sind die irgendwie doch nicht so schön an mir. Nur kein Mal angehabt. Also ich habe die anprobiert und dann gedacht, ja, aber das bin ich jetzt halt irgendwie gar nicht. Das geht mir so oft. Ich bestelle Ja? Sachen, die im Katalog, also Katalog ist Ja. heute Online-Katalog. Ja. Du kennst ja die Plattform und dann, oh, Ja. das könnte gut aussehen. Ja, dann kommen die Sachen und ich denke mir so, ach du großer Gott. Was ist denn das? Das sah an den Leuten da so Dann geil sieht das aus. Und super an aus, anderen ja. sieht es aus wie, oh Gott. Ich habe irgendwie ganz kurz gedacht, ich könnte so meine innere 50er Jahre, weißt du, so ein bisschen Rockabilly-mäßig, könnte das in mir channeln, aber bin ich irgendwie gar nicht. Das ist doch auch mal eine Erkenntnis, oder? Ja. Franka, wir wissen ja jetzt schon ziemlich viel über dich oder über deine Themen, aber was würde uns an dir überraschen? Boah. Weiß ich nicht. Was würde denn überraschen? Die meisten Leute sind erstmal überrascht, wenn sie hören, dass ich Imkerin bin. Ja, ich habe Bienen. Aber ist das so überrascht? Weiß ich jetzt nicht. Ich finde es toll, weil Bienen sind so wichtig für uns und so unterschätzt, leider Gottes. Ja. Vielen ist gar nicht klar, was wir mit den ganzen Schadstoffen und so anrichten. Oh, eben. Und ohne Bienen würde es einfach mal gar kein Grün geben. So ist es ja. Es würde gar nichts mehr geben. Also Bienen sind echt so ungefähr die wichtigsten Lebewesen noch über uns. Weit über uns, also eh. Ja, ich bin Imkerin. Also Hobby-Imkerin natürlich, ne? Nicht beruflich oder so. Ich verdiene auch kein Geld damit. Aber ich bin Bienenhalterin, sagen wir so. Und ich kümmere mich auch um die Bienen. Ich habe nämlich mein ganzer Balkon voller Lavendel. Das ist super. Das ist echt gut. Schön. Und ein Freund von mir in den Staaten, der ist Truckfahrer und der transportiert regelmäßig vom, keine Ahnung, von der Ostküste zur Westküste und umgekehrt die Bienen, damit die halt in verschiedenen Gebieten da mal fliegen können. Dann werden die wieder eingesammelt und dann fahren die weiter nach, was weiß ich, Missouri und Ja, wobei alles. das hat teilweise aber auch Ausmaße angenommen. Da gibt es einen ganz krassen Film, der heißt More Than Honey. Guck den mal. Also es kommt wirklich auf die Ausmaße an. Es gibt viele Imker, die reisen mit ihren Bienen. Ne? Das an sich ist nicht das Problem. Es kommt dann wie immer darauf an, wie man das macht. Der Footprint und so. Absolut. So, Franka, wir sind ja nun vom Nein sagen zum Sisu, zum. Oh, wir haben über eigentlich sehr viel gesprochen. Aber ich muss unbedingt noch wissen, worauf achtest du als Mensch und als Therapeutin bei anderen Menschen? Was fällt dir auf? Ich glaube, ich reagiere stark auf Freundlichkeit und Höflichkeit, beziehungsweise wenn sich jemand unhöflich oder herablassend verhält. Also ich kann es nicht ab, wenn jemand zu mir freundlich ist, aber ich beobachte im Kontakt mit anderen, ist derjenige herablassend oder arrogant oder so. Das Ja. schätze ich nicht so sehr. Ja, da Ja. achte ich auch drauf. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig ist. Du bist übrigens ganz bezaubernd zu jedem, Julia, zu jedem. Das habe ich genau gesehen. Ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, dass das für mich innerlich auch total wichtig und schön ist. Auch. Weil jeder hat, sage ich, auch mal einen blöden Tag, ne? Aber oft kann ja sozusagen der Gegenüber auch nichts dafür oder so. Und wieso sollte ich mich nur, weil jemand
vermeintlich niederen Rang hat oder so blöd verhalten ist. Ich hasse das, ich hasse das. Ne? Genau, hasse. Und das, als wir haben ja schon mal eben diese Veranstaltung zusammen gehabt, sind auch schon zusammen Zug gefahren und so, und da fand ich das so ganz eindrucksvoll. Ich finde, dass dich das total auszeichnet, Julia, dass du extrem freundlich und zugewandt zu jedem Menschen bist. Das finde ich richtig schön. Guck mal, jetzt werde ich dir direkt so ein bisschen blushy hier. Nee, danke schön. Das finde ich toll. Das ist, finde ich, auch eine gute Eigenschaft. Und ich glaube, die ist mir auch selber, als egal in welcher Rolle auch immer, sehr wichtig. Ja. Danke. Gerne. So, jetzt möchte ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Und dann haben wir ja die Stunde auch schon wieder fast gefüllt. Ja. Und zwar, du bist eine starke Frau. Ich bin eine starke Frau. Es gibt ganz viele starke Frauen. Aber was findest du, bedeutet Women Hit Harder in unserer jetzigen Zeit? Also ich finde schon mal überhaupt gut, wenn, also ich sag mal so, es gibt ja so eine Art Coaches, so eine ganze Szene, die ganze Zeit dafür plädieren, alle sollen alles vergeben. Lass einfach alles los und finde Frieden in dir und so. Und das sehe ich kritisch, weil ich als Therapeutin einfach weiß, dass ganz vielen Menschen Dinge passiert sind in ihrem Leben oder auch, dass es gesellschaftliche Umstände gibt. Da finde ich diese Haltung scheiße. Da wünsche ich mir Wut, da wünsche ich mir gerechten Zorn, da wünsche ich mir, dass jemand aufsteht und sagt, mir reicht's. Ich wünsche mir, dass Leute Mut haben zu sagen, so nicht, stopp. Also ich wünsche mir eigentlich kraftvolle, starke, mutige und laute Frauen insbesondere und eben nicht die, die auf ihren Kissen sitzen und alles vergeben und nur mit ihrem inneren Frieden arbeiten. Ich bin durchaus die Fraktion, auch mal auf den Tisch hauen, auch mal Nein sagen, auch mal Stopp, auch mal Schluss, auch mal wütend sein. Und das bedeutet für mich, Women hit harder. Ich möchte, dass Women überhaupt erstmal hitten, bevor sie sich schon wieder auf dieses Wir sind alle so leise und so lieb zurückziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber auch da geht es mir um die Balance. So. Ja, wie mit so vielen Dingen im Leben, die Balance, ja, die am Ende ausmacht, ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen, das war wirklich eine schöne Ausführung. Und ich darf es jetzt zwar nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin da voll bei dir. Wir haben gar nichts davon, wenn alle immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen sind, weil irgendwann knallt es trotzdem. Wo wären wir gesellschaftlich, wenn Frauen, gerade Frauen, immer lieb wären und sich immer auf das beschieden hätten, was du gerade gesagt hast? Kein Wahlrecht, keine eigenen Konten, keine eigenen Jobs. Ja, natürlich, ich bin im Frieden mit mir und allen anderen und vergebe allen alles. No way! Also mein stärkstes für mich Bild, was ich jetzt immer noch vor meinem inneren Auge habe, ist Bahrain oder so die ganzen so Länder, wo Frauen noch so oppressed sind, würde ich normalerweise nicht bereisen. Aber ich war ja da zu diversen Wettkämpfen. Mhm. Da waren dann also eine Gruppe, ich glaube 2, 3 Mädels, ja. Frauen komplett verschleiert. Nur Augen guckten raus. Aber alle hatten richtig fette Victoria's Secret Tüten. Und es tut mir leid, aber ich werde dieses Bild nicht los. Es passt für mich in meiner Welt einfach, passt nicht. Ja, wünschenswert ist ja, wenn man das nicht als Secret unter dem ganzen gesellschaftlich Erlaubten machen darf, sondern wenn man so leben darf und das auch zeigen darf, wie Mann und Frau selber möchte. Das wünsche ich mir natürlich auch für die ganze Welt. Absolut. Ja. Und eine Sache noch, auch an dieser Stelle, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber ich hatte mal eine Knieoperation und war in einem Klinikum und dann gab es die Station Wüstenblume. Ich meine, jeder kennt dieses Thema wahrscheinlich, ich habe mich damit auch nochmal beschäftigt danach. Sozusagen also für Frauen, während ich da am Knie operiert werde, gibt es da oben Frauen, die sich ihren Körper wiederherstellen lassen, weil sie halt auf brutalste Art und Weise beschnitten worden sind. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Und ich stand dann da so irgendwie so mit meinem Knieorthese und den Krücken und guckte so und dann Wüstenblume. Das heißt Wüstenblume? Boah, ist aber irgendwie auch makaber, oder? Also zur Rekonstruktion von misshandelten, entstellten Schamlippen, überhaupt der ganze Bereich Vulva, ja. Brüste, ja. Haut, also ganz, ganz tragisch. Und ich dachte mir so, boah, krass. Und ich meine, es gibt so vielen Frauen auf der Welt, so das passiert halt immer noch, obwohl es nicht sein darf. Also ja, genau. Und deshalb weißt du, ich finde,
Ich verstehe Women Hit Harder nicht als Kampfaufforderung oder irgendwie sowas, sondern als gesunde Wehrhaftigkeit. Dass Frauen sich einfach nicht alles gefallen lassen dürfen. Ja. Und da sind wir alle aber auch Modell. Wir sind ja alle dabei. Wir alle gestalten die nächste Generation. Wir alle gestalten unser Umfeld. Und das bedeutet das für mich. Und da bist du auch ein super Modell, Julia, finde ich. So für deinen, ne? Dein Lebensweg super beeindruckend. Das kann ich nur zurückgeben, Franka. Ich glaube, wir sind da beide an der richtigen Stelle, jeder in seinem sozusagen Bereich. Aber wenn wir sozusagen Hand in Hand und symbiotisch arbeiten, ich glaube, dann kann dabei nur was ganz Geiles bei rauskommen. Glaube ich auch. Deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit, Franka Ceruti, Folge 44, Women Hit Harder. Wenn du magst, dann gehören dir gern noch die abschließenden Worte. Gerne, also. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke für euer Interesse. Ich wünsche euch allen ganz viel Sisu, ganz viel Kraft. Sisu ist ein Ort, der ist in euch. Ihr könnt da immer drauf zurückgreifen, wenn ihr ihn braucht. Und ja, alles nach außen tragen, was ihr in diese Welt tragen möchtet. Ich danke dir sehr. In diesem Sinne, liebe Franka, bis bald. Und Women Hit Harder, schaltet bitte wieder ein und Psychologie to go. Women Hit Harder, Psychologie to go. Merken. Also, danke, tschüss. Julia. War total schön. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info@womenhitharder.com. Ansonsten bis in 2 Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder. Und bis dahin, bleibt gesund. Eure Julia.